Meine Damen und Herren, verehrter Herr Stüttler, ich rede über den Mann, der die Tischlein deckt. Elmar Stüttler hat mich gebeten, bevor ich über ihn spreche, über andere zu sprechen. Das möchte ich gerne tun, aber nicht ohne darauf hinzuweisen, dass in dieser Bitte bereits ein ganzer Charakter eingeschlossen ist. Ein Charakter, der von einem Mann erzählt, der eben zuerst an die anderen und dann erst an sich selbst denkt, womit ich mein Versprechen ein wenig gebrochen habe. Ohne meine Frau, so hat mir Elmar Stüttler aufgetragen, ihn am Beginn meiner Rede zu zitieren, ohne meine Frau und die vielen ehrenamtlichen Helfer, ohne die großzügige Unterstützung von 48 Produktionspartnern in Vorarlberg und über die Grenzen hinaus, ohne die unbürokratische Hilfe des Landeshauptmanns Dr. Sausgruber und ohne die Schirmherrin Frau Dr. Mendel, vor allem aber ohne die vielen privaten Spender, könnten keine Tische gedeckt werden. Elmar Stüttler besucht mich bei mir zu Hause. Wir trinken Tee. Er erzählt mir von seiner Arbeit und erzählt mir von seinem Leben. Ein schmaler Mann sitzt mir gegenüber. Er entschuldigt sich, weil er sein Mobiltelefon nicht abschalten kann. Er muss immer erreichbar sein. Wieder einmal wird mir bewusst, dass ich in einem Paradies lebe. Zwei Drittel des Tages weiß ich nicht, wo mein Handy liegt. Manchmal benutze ich es tagelang nicht. Herr Stüttler müsste vom vielen Arbeiten erschöpft sein, denke ich, aber er wirkt konzentriert und heiter, so als ob er zufrieden wäre. Er schildert mir seinen Arbeitstag. Ich würde für einen seiner Tage zwei brauchen. Und dennoch kann ich keinen Funken Ungeduld in seinem Blick erkennen. Sein Handy liegt im Griffweite. Seine Gedanken aber, etwas anderes kann ich in seinem Gesicht nicht lesen, sind ganz und ausschließlich bei unserem Gespräch. Er gibt mir das Gefühl, im Augenblick der wichtigste Mensch zu sein. Das habe ich mir mein Leben lang doch immer gewünscht, zufrieden zu sein. Ich denke, gut, ich werde beim Toni-Roos-Preis die Laudatio für Elmar Stüttler halten. Es ist auch eine günstige Gelegenheit, dabei etwas zu lernen. Zum Beispiel, wie man viel arbeitet und zugleich ein ausgeglichener, kontemplativer Mensch sein kann. Wer will nicht ein guter Mensch sein? Wer will nicht, dass die eigene Güte effizient ist? Worum geht es? Um etwas sehr Einfaches, etwas Naheliegendes, um etwas, das jeder einsieht, um etwas, wogegen auch dem gefinkelten Gehirn kein triftiges Argument einfallen kann. Man muss kein besonders guter, kein besonders kluger, kein erfolgreicher, kein weltgewandter Mensch sein, um ein Stück Brot, das man selbst nicht mehr essen will, jemandem zu geben, der Hunger hat. Aber man muss eben doch ein guter, kluger, erfolgreicher, weltgewandter Mensch sein, um eine solche Selbstverständlichkeit in großem Maßstab zu organisieren. Man muss ein Stratege sein. Allerdings, wenn man nur ein Stratege ist und nicht auch ein guter Mensch, wird nichts zustande kommen. Es ist wie mit der Liebe, von der Paulus im 1. Korintherbrief sagt, ohne sie sei alles nichts. Und hier beginnt bereits der Streit. Was ist das Gute? Es ist immer auch ein politischer Streit. Kein politisches Verbrechen, ohne dass die Verbrecher nicht behauptet hätten, sie tun Gutes und Wahres. Wobei uns der Hausverstand sagt, wo böse Worte eingesetzt werden, um vorgeblich Gutes zu tun, dort ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Hund drin. Das Gute kann ebenso wenig definiert werden wie das Schöne. Es muss in Beispielen erzählt werden. Das wollen wir heute tun. Zunächst aber vom Gegenteil. In Wien wird an einem Tag so viel Brot weggeworfen, wie in Graz an einem Tag gegessen wird. Diese Tatsache ist so ungeheuerlich, dass ich sie wiederholen möchte. In Wien wird an einem Tag so viel Brot weggeworfen, wie in Graz an einem Tag gegessen wird. Was wird weggeworfen? Verdorbenes? Nein, der größte Teil davon ist in einer Überproduktion geschuldet. Was heißt das? Wohlstand bedeutet offensichtlich auch, dass wir zu jeder Stunde des Tages das Gefühl haben wollen, aus einem größtmöglichen Angebot auswählen zu können. Wir wollen im Schlaraffenland leben. Wir wollen nicht zusehen, wie etwas zur Neige geht. Das führt dazu, dass in manchen Läden die Regale eine Viertelstunde vor Geschäftsschluss noch voll mit frisch Gebackenem sind, als wäre der Tag erst angebrochen. Dieses Brot wird eine Viertelstunde nach Geschäftsschluss weggeworfen. Es ist gutes, frisches, knuspriges Brot. Oder wenn bei einem Paket Nudeln die Verpackung beschädigt ist, weg damit. Oder wenn eine Dose an einer Ecke eingeschlagen ist, weg damit.
Es ist nicht erlaubt, Ware mit abgelaufenem Verzehrdatum zu verkaufen, auch nicht, wenn das Datum erst einen Tag abgelaufen und die Ware noch frisch ist. Weg damit. Jeder Mensch, der mit durchschnittlichem Mitgefühl und durchschnittlichem Verstand ausgestattet ist, wird sagen, schenk diese Ware doch denen, die zu arm sind, um sie zu kaufen. Und darum geht es, um etwas sehr Einfaches, etwas Naheliegendes, um etwas, das jeder einsieht. Aber auf das Einfache, das Naheliegende, muss man erst kommen. Und einer muss organisieren. Elmar Stüttler heißt der Mann. Er organisiert und gibt uns damit ein Beispiel für das Gute. Das sind die Lkw-Fahrer. Jeden Morgen sehr früh fahren sie mit insgesamt 7 Transportern und holen im ganzen Land die Waren ab. Elmar Stüttler schließt sie in sein Gebet ein. Es darf keinem etwas passieren und bis jetzt ist alles gut gelaufen. Dass einer bei so einer alltäglichen Tätigkeit wie dem Autofahren ans Beten denkt, ich gebe zu, es hat mich befremdet, amüsiert, verlegen gemacht, beschämt in dieser Reihenfolge. Und dass er ohne falsche Scham darüber spricht, so selbstverständlich darüber spricht, wie er über Routenplanung und Zeiteinteilung spricht, das hat mich berührt und mir zu denken gegeben. Dann sind da die Sortierkräfte, die das Eingelangte begutachten. Es handelt sich um Tiefkühlwaren, Brot, Gemüse, Obst, Konserven, Nudeln, Reis, aber auch Süßes. Unter anderem treffen wir hier eine armenische Asylwerberin. Sie ist froh, mit ihrer Arbeit den armen Leuten helfen zu können. Es ist, sagt sie, als gäbe ich etwas von dem, was ich erhalten habe, zurück. Hoffen wir, dass sie tatsächlich etwas erhalten hat. Hoffen wir, dass ihr in unserem Land mehr gute als schlechte Menschen begegnet sind. Mehr Menschen, die ihre Arbeit schätzen, als solche, die gegen sie hetzen. Alle schließt Elmar Schüttler in sein Gebet ein. Vielleicht so, denke ich, schließt er auch mich ein. Und obwohl ich nicht gern irgendwo eingeschlossen bin, glaube ich doch, ich könnte mich dort wohlfühlen. Inzwischen arbeiten an die 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Tischlein deck dich, alle ehrenamtlich, ohne Bezahlung, ohne Boni, ohne Seitenblicke präsent. 10 Tonnen Lebensmittel werden pro Woche auf diese Weise in Vorarlberg an Bedürftige verteilt. Muss man auserwählt sein, um ein wirklich guter Mensch zu werden? Was mir Herr Stüttler über seine Berufung erzählt hat, gibt mir zu denken. Ja, er hat ein Geschäft mit dem lieben Gott gemacht, hat zu ihm gesagt, wenn du mir die Angst nimmst, lieber Gott, dann will ich etwas für dich tun. Du musst mir nur sagen, was ich tun soll. Was kann einer von uns kleinen Menschen für den lieben Gott schon tun? Elmar Stüttler hat sich an das Wort von Jesus erinnert, Matthäus 25, 40. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und so hat er sich daran gemacht, die Tischlein für die Geringsten zu decken. Es ist alles so einfach und doch so schwer. Kann man mit gutem Willen ein guter Mensch werden? Am besten von heute auf morgen, es soll ja keine Zeit verloren gehen. Und gelingt das vielleicht auch ohne Religion, dass auch solche mittun können, die sich mit dem Beten und mit dem lieben Gott im Allgemeinen eher schwer tun? Woher nimmt man die Kraft, von schlechten Gewohnheiten abzulassen? Wie baut man die moralische und intellektuelle Integrität auf, um sich dem Wahrhaftigen zuzuwenden? Und das alles nicht nur im Hinblick auf die Ewigkeit und auf das, was nachher kommt und was dann mit mir sein wird, wenn ich in dieser Welt ein schlechter Mensch war. Aber Barmherzigkeit und Hilfsbereitschaft sind ja auch handfeste politische Kategorien. Nur werden sie dort anders genannt und anders gebraucht und nicht selten missbraucht. Am niederträchtigsten missbraucht, wenn zwischen Armut und Armut unterschieden wird. Wenn unterschieden wird zwischen unseren Armen und fremden Armen. Wer Hilfe geben will, gibt allen, die Hilfe nötig haben. Wer nicht bereit ist, allen gleichermaßen zu geben, der will in Wahrheit niemandem geben. Daran könnt ihr sie erkennen. Was mich an der Arbeit von Herrn Stüttler beeindruckt und zugleich auch einschüchtert, ist die unbürokratische, pragmatische Herangehensweise. Er weiß, wo die richtigen Fäden sind, wie oft man daran ziehen muss, wie oft man daran ziehen kann und wie fest.
Um das Projekt Helfen statt Wegwerfen überhaupt starten zu können, verwendete er einen Großteil seines eigenen Vermögens. Er wollte nicht auf öffentliche Gelder angewiesen sein. Er fand freiwillige Helfer und Spender und eben die großen und kleinen Handelshäuser, die ihm ihre Waren geben. Es ist für einen bedürftigen Menschen nicht einfach, um Nahrung zu bitten. Es ist so, als würde er betteln. Zwischen Bitten und Betteln verläuft die Grenze von Dazugehören und Nicht-Dazugehören. Es ist die bitterste Grenze, die in unserer Gesellschaft gezogen wird. Sie ist mit Wehmut gezogen. Draußen zu sein und dennoch fernsehen zu können, wo praktisch nur Werbung gezeigt wird, die nichts anderes ist als die Märchensammlung derer, die drinnen sind. Draußen zu sein, nein, ich glaube, in diesem Saal ist niemand, der weiß, wie weh das tut. Danken wir dafür, dass wir das nicht wissen. Bis sich ein Mann dazu entschließen kann, sein Gesicht zeigen und zu zeigen und zu sagen, ich habe zu wenig, ich kann mit dem Wenigen kein Auskommen finden, da ist einiges vorangegangen in seiner Brust. Bis sich eine Frau traut, sich anzustellen und die Hand aufzuhalten, da musste viel Stolz niedergeknüppelt werden. Das heißt doch, ich bin nicht in der Lage, für mich und für meine Familie zu sorgen, weil meine Rente so klein ist, weil ich entlassen worden bin und arbeitslos, weil ich lebensuntüchtig bin, ein Versager, ein Loser, weil ich einfach nicht arbeiten kann, weil ich süchtig bin, weil ich schwach bin, weil ich dumm bin, weil ich ungebildet bin, weil ich ein Arschloch bin. Wollen wir nicht alle gut schlafen ohne Valium, wenn möglich? Wollen wir nicht jedem Mitmenschen gerade in die Augen schauen können? Schnell sagt mir, wo kann ich spenden? Ich will unbedingt auch ein guter Mensch sein. Ich halte es nicht aus, in diesem Unrecht auf der satten Seite zu stehen. Was nützt es uns, wenn wir das Geld gut gelagert haben, als wäre es Holz zum Heizen? Es muss nur ein dummer Winter kommen und das Holz wird nass, dann wird auch im Haus gefroren, durch alle Schichten hindurch, hinauf, hinunter. Die Börsen krachen, das Geld geht futsch, Kronen müssen angeschmolzen werden, damit es zum Frühstück reicht. Wollen wir nur die Sprache mit dem Hammer verstehen? Kürzlich sagte eine anerkannt schöne Frau im Fernsehen, ich habe nichts zu verschenken, sagte das einfach so in die Kamera hinein. Was muss mit den Menschen geschehen, damit sie über ihre Luxusbrille hinausschauen? Ein Kind, das an Hunger stirbt, wird ermordet, sagt Joe Ziegler. Und bei uns sagt einer, wir sollen zwar den Nächsten lieben, aber vom Übernächsten sei in der Bibel nicht die Rede. Und dann erzählt mir Elmar Stöttler etwas, was mich erschüttert und einschüchtert. Ich gebe es zu. Auf die Innenseite der Hände wird ein Zahlencode geschrieben, der entschlüsselt, wie viele Kinder der Bedürftige hat. Es sei schon vorgekommen, sagt er, dass einer aus einem Kind 10 gemacht hat oder aus 2 8. Dann wird er bestraft und muss einen Monat warten, bis ihm das nächste Mal etwas gegeben wird. Das ist ja entsetzlich, sage ich. Ich meine weniger die Bestrafung als die Markierung mit einer Zahl. Es geht nicht anders, antwortet Elmar Stöttler. Wir berechnen die Ware ziemlich genau. Das muss so sein, damit nichts übrig bleibt und am Ende dann doch noch verdirbt. Vor allem aber, damit nicht zu wenig da ist. Schließlich soll jeder etwas bekommen. Wer betrügt, wird bestraft. Er fällt für eine Weile aus dem System. Der fällt sogar aus diesem System. Ich lerne. Was lerne ich? Zunächst einige Vorurteile zu hinterfragen. Ich kenne Hunger und Elend nur aus der Literatur. Den Hunger kenne ich von Knut Hamsun und das Elend aus den Romanen von Dostojewski und Victor Hugo. So realistisch diese Werke auch sein mögen, sagen Sie mir doch, es war einmal. Das nächste Vorurteil, denn Armut ist ein großer Glanz von innen. Das sagt Rilke. Der Arme, so lehrt uns auch das Christentum, ist ein besserer Mensch als der Reiche. Matthäus 19,24. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Ich sehe hier einige Reiche sitzen. Keine, wie mir scheint, ist bei diesem Satz blass geworden. Niemand glaubt, was in der Bibel steht. Seien wir doch ehrlich. Ich will sagen, auch ich hege das intuitive Vorurteil, dass die Armen bessere Menschen sind, dass sie wenigstens untereinander solidarisch sind. Es ist ein Vorurteil. Und die guten Menschen? Die kenne ich ebenfalls aus der Literatur, zum Beispiel aus Der gute Mensch von Sichuan von Bertolt Brecht.
der nur von sentimentalem Mitleid beseelte, so erfahren wir aus dem Stück, kann weniger für die Armen tun als der bisweilen harte Pragmatiker. Apropos guter Mensch, als Unwort des vergangenen Jahrzehnts schlage ich das Wort Gutmensch vor. Wir alle wissen, welches politische Lager dieses Wort besonders gern gebraucht. Das Ziel dieser Leute ist es, jede Moral zu diskreditieren. Das soll ihnen bitte nicht gelingen. Die Firmen geben gerne, sagt Elmar Stüttler, mit Ausnahme von Hofer und Schlecker. Die werfen die guten Lebensmittel lieber in den Container und verschließen sie, damit sie dort in Ruhe und von den Armen unbelästigt verfaulen können. Aber darüber will er eigentlich nicht sprechen. Ich will davon sprechen. Es gibt Geschäfte, die halten ihre Angestellten dazu an, Spülmittel in die Mülltonnen zu schütten, damit die weggeworfenen Lebensmittel vergällt werden und auch mit dem größten Hunger nicht mehr verzehrt werden können. Das Gute kann nicht definiert werden, haben wir gesagt. Man kann nur Beispiele erzählen, mit dem Bösen verhält es sich nicht anders. Bleiben wir beim Guten. Bei türkischen Familien muss darauf geachtet werden, dass nur Hammelfleisch dabei ist, zum Beispiel auf der Pizza. Das wird so organisiert, dass diese Waren aus München kommen. Dafür verteilen die Kollegen in München unsere guten Ölskuchen. Da war diese Frau mit den 5 Kindern. Sie heizte die Wohnung im Winter mit dem kleinen Badezimmerofen. Herr Stüttler brachte ihr einmal Holz zum Heizen, erst einmal. Sie konnte nicht umgehen mit Holz, mit Geld konnte sie auch nicht umgehen. Sie hatte es nie gelernt, darauf musste Rücksicht genommen werden. Dann wird Elmar Stüttler zum Lehrer. Geben bedeutet nicht nur das Verschieben von Gütern, von denen, die es haben, zu denen, die es nicht haben. Ein Mann zeigt einer Frau, wie man Feuer macht. Das ist eine schöne Geschichte. So eine Geschichte muss geschrieben werden. Wenn sie vergessen wird, wird Menschlichkeit vergessen, dann können wir einpacken. Elmar Stüttler ist der älteste von 8 Kindern, 5 Schwestern, 2 Brüder. Sie leben mit den Eltern in Tschakunz. Der Vater war Briefträger, die Mutter Hausfrau, was sonst mit 8 Kindern. Nebenbei diente der Vater als Messner in der Kirche. Der Glaube an Gott und die katholische Kirche war zentral in der Familie und nicht nur Tradition. Am Tisch wurde dem Herrgott für das Essen gedankt. Jeden Abend beteten sie den Rosenkranz. Am Bett der Kinder bat die Mutter den Schutzengel, er möge die Kleinen beschützen. Sie waren beschützt. Es war eine schöne Kindheit, sagt Elmar Stüttler. Wir liebten die Musik. Er lernte Akkordeon, spielte auch Orgel, er war Ministrant, war tüchtig in der Schule, absolvierte eine Tischlerlehre, heiratete mit 20, bald wurde ein Sohn geboren und bereits mit 24 besaß er eine eigene Tischlerei. Ein fleißiger Mann, das Arbeiten machte ihm Freude. Sein Talent, Dinge zu organisieren und zu planen, beschleunigte seinen Erfolg. Er war eingespannt, der Tag vom Morgen in aller Früh bis spät in die Nacht, dieser lange Tag hat viel vom Elmar Stüttler gesehen. Der Betrieb wurde zu groß für die kleine Gemeinde und da atmete Elmar Stüttler einmal kurz durch. Bevor er mit seinem Bruder einen Gewerbebetrieb in St. Anton gegründet hatte, der Bruder war Bäckermeister, hatte er sich ganz in der Musik gewidmet. Mit einem Freund musizierte er in der Schweiz Tanzmusik, spielte dann auch Trompete, nebenbei leitete er noch einen Kirchenchor. 2/3 des Chores waren Mädchen. Bis sie 12 Jahre alt waren, sangen sie mit Freude und Leidenschaft. Dann wurde es ihnen zu langweilig. Um sie aber weiter für den Chor zu begeistern, hatte Elmar Stüttler die Idee mit dem Hip-Hop. Das konnte aber nicht er machen. Ein Hip-Hopper ist er nun doch nicht. Er fand eine Trainerin, die mit den Mädchen übte. Die Begeisterung kehrte zurück. Die Mädchen sangen wieder im Chor und freuten sich schon auf ihr Straßenfest. Auch das ist eine Art, den Menschen zu zeigen, wie man Feuer macht, finde ich. Zu viel auf einmal, kaum Zeit zum Atmen. Und dann sah er sich eines Tages auf dem Boden sitzen. Es war, als betrachte er sich selbst. Er wusste, so wollte er nicht weiterleben. Es musste noch etwas anderes geben. Seine Füße schmerzten, jeder Schritt war eine Qual. Wann immer er allein war, setzte er sich auf den Boden. Er konsultierte Ärzte, keiner wusste Rat. Die Schmerzen waren immer da, dann kam noch die Depression dazu, dann kam die Angst dazu, die große Dunkelheit.
Er begann wieder mit dem Beten, was hätte er darauf vergessen. Also betete er und bat, der Herrgott möge ihm wieder den hellen Tag schenken und dafür verspreche er ihm, dass er alles tun wollte, was er von ihm verlangte. Er fühlte sich leichter, die Schmerzen waren zwar noch immer da, aber er hatte keine Angst mehr. Die Angst war wie Säure gewesen, die einen von innen auffrisst. Auch die Angst markiert eine Grenze. Dazugehören oder nicht dazugehören, die Angst stößt einem aus der Welt. Bei einer Wallfahrt nach Süditalien lernte er die Lehren des Pater Pio kennen, der im Mai 99 selig gesprochen worden war. Das Leben dieses Mannes beeindruckte ihn so sehr, dass er neu zu denken anfing. Wie Pater Pio wollte er sich um die Bedürftigen kümmern und gleichzeitig ein mystisches Leben führen. Was ist ein mystisches Leben? Ich gebe zu, mir stehen zur Beantwortung dieser Frage nur Bücher zur Verfügung, aber immerhin Bücher, zum Beispiel die Predigten und Traktate von Meister Eckhart, der ja als großer Mystiker gilt. Da lese ich, der erkennt Gott recht, der in allen Dingen recht gleicherweise erkennt, oder? Gott ist in allen Kreaturen gleich nahe, oder? Je weiser, aber mächtiger ein Meister ist, umso unmittelbarer geschieht auch sein Werk und umso einfacher ist es. Der Meister, und im Sinn von Eckhart ist Elmar Stüttler ein Meister, sah sich als ein Werkzeug Gottes und das beflügelte ihn. Er ließ sich zum Diakon weihen. Und er erledigte die Ausbildung zum Religionslehrer. Als Diakon taufte und beerdigte er, verkündete das Wort Gottes und kümmerte sich um die Armen. 3,5 Jahre studierte er in einem Fernkurs Theologie, alles neben seiner Arbeit in der Tischlerei. Aber der Weg war noch nicht geebnet. Wie viele Stunden kann er arbeiten, um das alles unterzubringen? Er steht früher auf als ein Bäcker, verrichtet seine Andacht und organisiert den Tag. Im Religionsunterricht fühlten sich die Schüler durch sein Handy gestört. Da ließ er das Unterricht und widmete sich ganz dem Tischlern für die armen Leute. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber manchmal geniere ich mich für mein gutes Leben. Warum geht es gerade mir so gut? Danke, Elmar Stüttler, dass Sie uns mit Ihrem Leben und Ihrem Tun das Gute erzählt haben. Danke, meine Damen und Herren.